Hallo zusammen. Ja, wir haben hier Sonne in Bayern und deswegen habe ich gesagt, mache ich diesen Film jetzt. Ja, wir haben, ich zeige euch, wir haben diesen Pool vor ungefähr 2-3 Wochen. Aber jetzt möchte ich gerne diesen Film machen. Und zwar, wie der Titel sagt, derzeit bei Julians Genes Reisemobiltechnik in Bayern wird gekürzt. Warum? Wir haben uns schon hier hinten eine schöne Pool gebaut, ja, wo jeder Kunde, die hier wartet, kann die gerne nutzen. Warum nicht? Ja, so, gucken wir kurz hier. Das ist unsere Pool. Ja, ziemlich groß, ja, ist gar nicht so klein. Ich glaube, 17.000 Liter Wasser haben wir hier. Sind wir bei 5 Meter und etwas lang und 2,7 breit. Ja, so, da oben, wo der Eimer ist, haben wir drei so wie Bar gemacht. Ja, guck mal, da liegt schon eine Flasche Bier. So, hier kann man vernünftig in den Pool mit einem Cocktail weiß ich. Für die Leute, die wollen nicht. Aber wir haben jetzt 16 Uhr, ja. Dauert noch eine halbe Stunde, bis die Sonne, ich filme hier kurz, bis die Sonne hinter die Halle geht. Ja, dann ist hier ein bisschen ist Schatten, ja. Aber für die Leute, die wollen nicht direkt in den Schatten, haben wir noch diesen Schirm hier offen und dann ist eine Viertel mit Schatten. So, wir haben alles gedacht. Dann, hier haben wir eine Solardusche gebaut. Hier ist die Pumpe, ja. Machen wir alles vernünftig. Pumpe jeden Tag, 6-7 Stunden oder mehr. Mit Chlor, mit Al-Jazin und weiß ich. Alles möglich. Und hier haben wir eine Solardusche. Ja, genau. Solardusche heißt das. Warum? Es kommt hier, es gibt einen Anschluss hinten. Ja, wir haben alles gekauft, alles gedacht. Und dann in diese Dusche von oben nach unten sind 18 Liter Wasser. Plus Wasser auf dem Leiter, weil der wird auch warm. Mit der Sonne wird diese Dusche ist schwarz und dann wird heiß, ganz heiß das Wasser. Ja, und dann kannst du von hier klar ein bisschen kälter, wärmer, wie du willst. Ja, hier kann man vernünftig duschen und dann rein in der Pool. Ja, warum nicht, oder? Manche Kunden sollen hier warten von morgens bis abends, manchmal 2 Tage. Ja, das ist klar. Ich weiß, was eigene von euch denken jetzt. Das ist klar, haben wir nicht gemacht nur für unsere Kunden, das ist ganz blöd. Haben wir klar für uns auch gemacht, ja. Wir sind mehrere Tage hier oder abends, wenn es zu warm war. Nach Feierabend sind wir rein in der Pool, eine Stunde, ein Bierchen. Ja, warum nicht? Oder Samstag, ja, vor 3 Wochen war Geburtstag von meiner Frau. Haben wir hier, sind viele gekommen damals, auch vom Kunde von uns hier von Bayern sind auch gekommen, nur für das. Ja, und haben wir hier Poolparty gemacht. Ja, wir sind ein bisschen hier getrunken, gegessen und im Pool den ganzen Tag. Haben wir Glück gehabt, da war nur warm. Ja, jetzt haben wir gute eine Woche oder mehr, dass es regnet leider. Guck mal, was ist in viele Orte passiert mit zu viel Regen. Ja, Nordrhein-Westfalen und weiß ich. Ja, was kann ich sagen? Schade, aber da müssen wir weitergehen. Ja, gut, dann gehen wir jetzt in die Halle und zeige ich euch auch ein bisschen von der Halle. So, auf jeden Fall gerne für die Kunden, die hier kommen und warten. Warum nicht? Eine Stunde im Pool. So,
meine Tochter und dann komme ich wieder. So, meine Tochter ist auch am Filmen. Ich habe ein paar Kommentare von euch gelesen, wo, ja, wir möchten deine Tochter mehr in den Filmen sehen. Das ist von mir kein Problem. Ja, von mir aus ist es überhaupt kein Problem. Ich kann meine Tochter jeden Tag in meinen Film nehmen. Nur, dass sie will das nicht, ja. Ich habe diese ganze Zeit, ich habe eineinhalb Monate hier gesagt, Bianca, film mal da. Da in Mönchengladbach ist viel, viel mehr als hier. Habt ihr gesehen in meinem Wochenende-Film, ja? Sind fünf, sechs Autos jeden Tag da. Jeden Tag sind drin, die kommen und die gehen raus. Hat ein bisschen gefilmt. Ich mache irgendwann in Zukunft, wenn ich zurückkomme, ich mache alles ein bisschen so zusammen und hat die ein bisschen gefilmt. Aber jetzt habe ich die gebeten, die Auto mit dieser Generator ist fertig. Und ich habe gesagt, film mal kurz, ganz kurz bitte, wie die Ergebnisse sind, ja. Weil die Leute sollen sehen auch, wenn fertig ist. Weil leider, ich bin weg und konnte ich nicht mehr filmen. Auf jeden Fall. Was haben wir hier? Wir haben, ich muss so bleiben, wegen dem Licht. Wir haben eine Sunlight. Ja, Sunlight, teilintegrierter Auto. Der hat Solar auf dem Dach, 240. Der hat 150 Lithium-Batterie unterm Beifahrersitz und ein Ladegerät. 30 Ampere von Votronic, ja. Es ist so, ich weiß, dass für viele von euch ist langweilig, wenn wir wiederholen und wiederholen und wiederholen. Aber ich muss mehrere Filme, wo ich zeige. Wir bauen hier Backkontaktzellen von Firma SunPower und dann die kommen, ich will auch. Oder wir bauen, als Beispiel, jetzt als Beispiel, wir haben der Film mit diesem Ladegerät gemacht von Votronic. Was kann die, wie soll er? Wir haben in weniger als einer Woche 5 Stück eingebaut. 5! Weil die Leute sehen das, oh, so möchte ich auch haben. Im Winter möchte ich auch diesen Knopf drücken und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, wir haben auch ein Ladegerät dabei gebaut bei den Sunlight. Und hier, ich erzähle euch nur, weil hier, ich möchte gerne einen extra Film machen, sind eigentlich zu viele Sachen drin und es gibt eine besondere Solar auf dem Dach, deswegen möchte ich euch so etwas extra machen. Das ist ein Kastenwagen auf Citroën-Basis und das ist ein ganz großer Unterschied bei Ladebooster. Ich zeige euch in meinem nächsten Film. So, habt ihr gesehen, so viele Filme von mir oder von Götz, dass die Fiat-Basis haben immer Probleme mit dieses 6 Detemp, Euro 6 Detemp Lichtmaschine. Die laden manchmal mit 12,7, manchmal mit 12,2 und so weiter. Diese Citroën lädt mit 14,5. Ich zeige euch, wenn ich den Film mache, wenn der Motor läuft, die Starterbatterie ist bei 14,5. Leute, 14,5. Wie soll der Booster nicht funktionieren? Funktioniert anwandfrei. Aber wenn von Lichtmaschine kommen nur 12,2 oder 12,7, wie soll der Booster nehmen und dann auch zur Bordbatterie geben? Auf jeden Fall, Custom-Wagen auf Citroën-Basis. Wir haben, ich muss gucken, weil so einfach ist nicht. Ich mache ein bisschen die Musik leiser. So, pass auf. Wir haben da gebaut. Ich sage ganz schnell und dann ich zeige euch sowieso in meinem nächsten Film. Ein Schaut 230 Überspannungsschutz, 230 OVP. Das, was ist das und warum wird der gebaut und so weiter, ich erkläre in dem Film. Dann zweimal 120 Watt Solar. Genau über diese Solar möchte ich gerne im nächsten Film euch erzählen. Dann eine DAB-Antenne, DAB plus FM plus AM. Eine MaxView in Schwarz. Ja, der Kunde wollte unbedingt, weil der Auto ist gleiche Farbe wie meine. Dann möchte ich gerne alles in Schwarz haben. Haben wir bestellt, die kommen gleich. Der Halter auch in Schwarz, klar, und die Dose.
eine Liontron 200 unter dem Sitz. Der Kunde wollte eine 300, aber bis Oktober oder wann kommen diese 300, wollte er nicht mehr warten. Dann auf Wunsch haben wir eine Bürtner Wechselrichter 1500, eine Maxfan Deluxe mit einer Verdunkelungsrollo mit LEDs. Dann eine Vorbereitung für eine extra Solartasche mit magnetischen Buchsen und was weiß Geier. Ich zeige euch danach. Der WCS Rapid 60 Ampere vom WCS, klar. Obwohl das Auto hat eine 70 Ampere Schaut, aber der Kunde wollte diese vom WCS. Und dann eine Tritonic Gas Gaswarnsystem und eine Tritonic Kohlenmonoxid. Dann alle die Kabelkanäle wohl in Schwarz. Und dann jetzt machen wir eine. Ich glaube, gibt es noch ein paar Sachen, die haben wir danach gesprochen. Eine Hauptschalter. Für Batterie, eine Hauptschalter für MaxView will er haben und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, ich zeige euch, wenn der fertig ist. Ja, ist ganz normale Kastenwagen. Hallo bitte. Hallo Julius. Ja, gibt es viele noch zu bauen. Hier ist, guck mal, haben wir alles. Booster auf der anderen Seite und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das zeige ich euch. In mein nächstes Video ganz komplett. Ja, der Max-Fan ist fast fertig. Müssen wir noch der Rollo und diese Teil von unten und so weiter. Gut, jetzt gehen wir bei den Sunlight. Der möchte ich euch kurz zeigen. So, bei dem Sunlight haben wir, wie gesagt, eine 150 Liontron unter dem Sitz. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und da haben wir diese 30 Ampere Ladegerät und ich glaube auch die Solar, ja, guck mal, die ist schon am Arbeit, ja, hier haben wir die vernünftig gebaut, 30 Ampere Ladegerät von Votronic und hier hinten haben wir auch der MPPT Solarregler von Votronic. Auch vom Motor. Gut, dann gehen wir auf dem Dach. So, auf dem Dach habe ich der Kunde gefragt, sollen wir so für optisch, das bedeutet schon zu sehen, konnten wir hinten links und rechts machen, dann sie sind gleichzeitig und ja. Oder sollen wir eine hier vorne bauen und eine in der Mitte, weil die Antenne ist auf der anderen Seite, so ein bisschen mehr Gewicht auf der rechten Seite, dann bauen wir ein Modul hier und eine in der Mitte und dann der Gewicht ist ein bisschen, und so haben wir entschieden, so, guck mal, hinten haben wir gar nichts gebaut, sondern eine in der Mitte und eine auf diese Seite, ja, für ein bisschen Gewicht, Antenne wiegt, keine Ahnung, 20 Kilo wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, da gibt es noch Platz für eine, zwei, drei, vier. Ja, so 470 konnten wir noch bauen. 470 Watt. Aber der Kunde sagt, ich brauche das nicht. Ich bin bei 12 Volt und ich bleibe bei 12 Volt. Mindestens jetzt, so. In diesem Moment, ich habe keine Wechselrichter, ich brauche keine und so weiter. So, zwei Module und diese Batterie könnten die, wenn die Sonne scheint, ewig stehen. Und wenn die Sonne nicht scheint oder im Winter oder so, mindestens 3 bis 4 Tage, ohne gar nichts von oben zu kommen. So einfach ist. So, dann, das war's mit meiner kleinen Video. Hier ist eine neue Bike to Care Elektrofahrräder gekommen. Das muss ich auch einen Film machen. Wir verkaufen die auch. Es ist ganz schwer jetzt leider mit Lieferzeit. Aber ja, der Kunde, die so etwas will, wartet einfach.
So, die Version, die da in die Verpackung ist, mache ich ein extra für ein wenig offen, aber ist diese hier, die klappbare Version, ja. Diese große Version, die machen leider nicht, auf dem Grund, ganz einfach, wahrscheinlich die sind nicht so gesucht und die Leute wollen nicht und keine Ahnung. So große Fahrräder gibt es praktisch überall, richtig? Aber diese klappbare sind wichtig für unsere Kunden, weil kann man in jedes Wohnmobil packen, auch in kleine, ich weiß nicht, wie soll ich filmen, so, weil ansonsten kommt die Licht schlimm, das filmt die Kamera nicht so gut. Ja, die Faltbare haben wir ganz normal wie zu Kunden, die keine Wohnmobil gehabt haben. Du packst die direkt in den Kofferraum, das ist überhaupt kein Problem. So, wir machen diesen Film nicht mehr länger, das reicht. Ja, ich warte auf euch, ich bin noch eine Woche hier, dann warte ich auf euch für Termine, für Beratung, für eine Stunde im Pool. Das ist überhaupt kein Problem. Ich warte auf euch noch hier in Bruckberg bei Landshut. Dann fahre ich zwei Wochen ungefähr oben in Mönchengladbach. Wally geht in Urlaub. 10 oder 14 Tage, weiß ich auch nicht, 100%. Dann, Wally war da eine, die hat immer Auto rein, rausgefahren und so weiter. Und viele Sachen, die deswegen, wenn er nicht da ist, lieber bin ich da, diese Sache zu machen. Und wenn Wally zurückkommt, dann komme ich wieder hier weiter. Ja, wie gesagt, ab jetzt muss ich eine, zwei Wochen da oben, eine Woche hier und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem für mich. So, wir haben Feierabend. Der Kunde von morgen ist gekommen. Das ist eine riesige, große Aufträge. Ganz komplett, eine Concorde Centurion. Ja, das steht hier. Und wir machen morgen, der ist morgen dran. Und wie habe ich sofort habe ich die Pool gezeigt und was machen die? Die sind schon im Pool. Ja, so funktioniert. Genau deswegen sage ich, der Zeit wird gekürzt bei uns hier. Ja? Hätte ich das gewusst, hätte ich ja ein ordentliches Bikini angezogen. Nee, musst du nicht. Nein, da so. Du hast ja nicht meine. Nein, da gehe ich nicht. Ich bleibe hier. So, der Mann ist auch dran. Guck mal. Wenn unser Auto schon bei dir im Büro hängt, dann muss man auch hier. Ja, Leute, so funktioniert. Guck mal. Die Kunde entspannt hier bei dem Pool. Wir haben ein gutes Wetter. Guck mal hier. Obwohl es 18 Uhr Abend, das Wetter ist noch schön. Ja, dann gehen wir alles rein, oder? Genau, so ist bei uns in Bruckberg, bei Landshut. Die Kunden genießen das gute Wetter und unsere Pool. So, wir warten auf euch. Wenn nicht für eine Beratung, dann einmal schwimmen. Und ich mache Beratung von draußen. Das ist überhaupt kein Problem.